Zum Streamen, da habe ich gedacht, 10.45 Uhr, das ist doch die richtige Zeit für die Community hier, die vielleicht irgendwo unterwegs sind, im Büro sitzen, im Homeoffice. Also, schön, dass ihr mit dabei seid oder die, die schon Urlaub haben. Ja, Gratulation gehen raus an den Osterurlaub. Bei mir dauert das noch ein paar Tage, aber es wird ein bisschen weniger. Also erstmal schön, dass ihr mit dabei seid. Ich habe mich natürlich hier erstmal gar nicht vorbereitet. Wo ist denn hier der Chat hin? Da ist der Chat. So, also, es gibt was vom MDR Investigativ. Da gehen die Props heute hin vom MDR. Heute, glaube ich, mal copyright-frei. Wahrscheinlich, wenn ich es jetzt mache, dann kriegen wir Copyright irgendwas rein. Aber wir versuchen es erstmal. Die machen ja viele, viele gute Berichte, die wir schon behandelt haben. Und Gaming, immer wieder ein Thema. Und bevor Leute ausflippen, bevor sie den Inhalt gesehen haben, ich hate generell nicht gegen Gaming. Ich bin auch kein Vertreter davon und sage, dass Ballerspiele dazu führen, dass Leute Amok laufen. Sondern es geht, glaube ich, hier drin, ich habe den Bericht noch nicht gesehen, es geht hier darum, wie Rechtsextremisten sich da tummeln. Und jeder, der ein bisschen zockt, ich zock gar nicht mehr. Ich bin jetzt langsam in einem Alter, wo Kniffel, Skippo und Monopoly wieder attraktiv wird. Ja, bloß nicht zu digital. Und von daher, Gaming und Rechtsextremismus war schon immer ein Thema. Was immer so ein bisschen untergeht, das habe ich total in meiner Story vergessen, ist, dass ich eine meiner ersten Hausdurchsuchungen hatte, war ja wegen einem Counter-Strike-Clan, den ich gegründet habe. Das war schon, ich weiß nicht, wann kam Half-Life raus? Weiß das jemand ungefähr, wann kam Half-Life raus? Weiß das jemand? Oh, hier wird heute ein bisschen öfter geklingelt. Mein Schwiegervater hatte gestern einen kleinen Parkunfall. Deswegen kommt hier gleich Gutachter und alles Mögliche. Weiß hier jemand, wann kam Half-Life ungefähr raus? Und dann hatte ich auch relativ zügig, würde ich sagen, da war ich 18 oder 19 auf jeden Fall in der Hausdurchsuchung. 1998, oder war ich schon 20? Also, Counter-Strike ging dann ja sehr, sehr schnell und da war ich dann auch schon 20 und da hatten wir uns dann ja Schleswig-Holstein-Sturmabteilung Baden-Württemberg und sonst was genannt und hatten uns so Pullover gemacht mit dem SS-Totenkopf, total wirrer Kram und haben da auf Counter-Strike gespielt, in Clans und so weiter. Da hatte ich dann auch relativ zügig eine Hausdurchsuchung bekommen vom Staatsschutz in Lübeck. Props gehen raus. Und das war also schon immer ein Thema. Jeder, der ein bisschen daddelt, Ah, okay, ja, die Kommentare im Video sind voll von angepissten Gamern, ja. Ja, genau, also Half-Life und Counter-Strike voll durchgesucht, aber da habe ich dann auch relativ zügig dann, wie gesagt, eine Hausdurchsuchung bekommen. Das war auch nicht so einfach, meinen Eltern zu erklären, warum ich jetzt eine Hausdurchsuchung mal wieder habe. Aber okay. Aber jeder, der ein bisschen daddelt, der sieht die Namen, ja. Gelbwurst schreibt auch gerade, wir haben seinerzeit die ganzen Kasper 1488 und so weggehatet, zu Recht, ja. Also jeder, der da unterwegs ist, sieht Namen, die unterwegs sind. Besonders wenn es um Weltkriegsspiele geht oder irgendwie Aufbau, Panzerspiele oder sonst irgendwas. Da tummeln sich immer Nazi-Namen. Immer von irgendwelchen Nazi-Größen sind dort Namen dabei. Da braucht man auch nicht die Augen vor verschließen. Aber wir gucken dann mal rein, was der MDR hier gemacht hat. Und dann bin ich mal sehr gespannt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und dann gehen wir auch mal rein, damit ich euch jetzt hier nicht so lange quäle. Einen Moment, ich gucke mal den Ton. Das ist menschenverachtend. Wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen. Dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Rechtsextreme verpacken ihre Ideologien in Spielen wie diesem, in dem das Halle-Attentat von 2019 nachspielbar ist. Und vernetzen sich über Gaming-Plattformen. Wenn wir Ja, also da muss man auch mal sagen, wer so ein Attentat da durchspielt, ich gestehe das ja immer, ich sitze ja immer wieder als Täter hier. Ich war mein Leben lang Täter, bis ich jetzt in meinem neuen Leben bin. Ich hätte sowas auch nachgespielt. Aber was ich auch ausgeblendet habe, ist, dass da Opfer entstanden sind, ne? Dass dort der Attentäter von Halle dann halt in die Synagoge stürmen wollte, die Tür nicht aufbekommen und dann einfach willkürlich Leute auf der Straße erschossen hat. Und das dann auch so nachzuspielen, weiß ich nicht, wie das dann so gefeiert wird. Ich glaube, es Leute manchmal das ausblenden. Was ist, wenn es meine Lieben wären, die da getötet werden? Ich will mir das gar nicht vorstellen, wie das für die Angehörigen der Opfer ist, wenn die das sehen, dass Leute dieses Attentat nachspielen und das dann da irgendwie feiern. Finde ich irgendwie, das ist schon, ich wüsste nicht, wie es mir gehen würde.
wenn Leute das nachspielen würden und das dann da irgendwie abfeiern würden. Beispielsweise einfach mal nach Profilen auf Steam suchen, die Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden. Ja, diese Namen geben es ja nicht nur Hitler. Alle NS-Grüßen findet man natürlich auch die gängigen Zahlencodes 14, 88, was weiß ich, 28, 18. Problematisch ist für die Leute, die 1988 geboren sind, finde ich auch scheiße, wäre auch immer kacke, egal auf dem Nummernschild, im Gamernamen oder sonst irgendwo. Digga, jetzt kommt hier der Gutachter, die Post kommt, Digga, sind wir hier im Transitbahnhof oder was? Mann. Die Sicherheitsbehörden versuchen dagegen vorzugehen. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Ja, also die Perversität von Menschen, ich glaube, das ist wie die Dummheit der Menschen, die ist grenzenlos. Und wir haben dort Steffen Kramer gesehen, Verfassungsschutzpräsident Thüringen, habe ich auch schon zusammengearbeitet, netter, sympathischer, fähiger Mann. Ja, Montana Black wurde auch schon verdächtigt wegen 88, ja. Das glaube ich, dass Leute da schnell stigmatisiert werden mit, aber man könnte es trotzdem vermeiden. Ne? Kommt ja oft auf den Kontext an. Nicht jeder mit einer 88 irgendwo ist dann auch, meint damit auch, haha, Hitler, sondern wie gesagt, Geburtsjahr. Welche Verantwortung tragen Plattformbetreiber und Gamer? Also, wenn man das sieht, sofort melden. Und da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig. Für Exactly suchen wir Antworten auf die Fragen: Welche Verantwortung tragen die Spieleplattformen? Was macht die Polizei gegen diese rechtsextremen Inhalte und wie agiert die Politik? Also, wie seht ihr das mit der Verantwortung der Spieleplattform? Ich finde ja, dass die teilweise zu wenig tun, aber ich bin in dem Gaming-Spiel überhaupt nicht mehr drin. Ich habe das letzte Mal gezockt, habe ich Weihnachten vor einem Jahr, also ist auch schon wieder eineinhalb Jahre her. Über die Weihnachtszeit habe ich ja immer ein bisschen Zeit. Aber ich bin da schon wieder völlig raus. Es melden wir auf YouTube leider auch viel zu wenige, ja. US-Firmen ignorieren das ja, weil bei denen das beispielsweise erlaubt ist, klar. Die müssen mehr Verantwortung übernehmen. Das finde ich auch. Ich finde auch, egal welche Extremisten da unterwegs sind, sollte das auf diesen Plattformen nicht da sein. Ja, man muss schon als Gamer zugeben, dass sich viele Idioten da tummeln, ob es Pädophile, Rechtsextreme oder Frauenhasser sind, in welchem Bereich, in jedem Bereich gibt es Arschlöcher, das ist so. Bin, als ich noch gezockt habe, vor allem dem Wort Jude als Schimpf und Beleidigung begegnet. Damals schon nicht geschält, was ein Beleidigung war. Wurde von vielen verwendet, auch vom, ja, okay. Komplette Überwachung ist unrealistisch. Ich glaube, das ist der Datenflut geschuldet. Sperrung diverser Namen wäre auch schon mal ein Weg. Ja, Mixbart schreibt auch, wenn du eine Kneipe voller Nazis hast, bist du auch als Wirt in der Pflicht, das in den Griff zu bekommen. Ist so. Ja, diese Wortfilter, da macht man halt H-Sternchen, I-Sternchen, T-Sternchen, L, ne, und so weiter. Ein Rechtsextremist versuchte am 9. Oktober 2019 in die Synagoge von Halle zu gelangen. Das schaffte er nicht. Er tötete aber zwei Menschen in diesem Viertel. Was aber umso unvorstellbarer ist, ist, dass jemand das ganze Attentat als Spiel auf eine Spieleplattform hochgeladen hat. Eine Plattform, auf der auch Kinder unterwegs sind. Und die Täter. Ich weiß gar nicht, was für ein Spiel das ist. Was ist das? Was ist das für ein Spiel? Sieht ja beschissener aus als das, was ich vor 20 Jahren gespielt habe. Was ist denn das? Ist das dieses Roblox? Minecraft? Roblox? Okay. Ich sehe da nicht mehr durch, ja, aber trotzdem. Ja, aber da sind dann halt auch Gamer gefragt, die das sehen, okay, hier
da baut jemand das Halle-Attentat nach, das ist auf deren Plattform zu spielen. Da sind die doch gefragt, irgendwie dagegen was zu tun. Also da muss es, die verdienen doch auch alle ein Schweinegeld. Also wir reden ja über Milliardenumsätze, ja. Und dann muss es da doch auch Teams geben, die sich um Extremismus, um Frauenhass, um Pädophile und so kümmern. Da musst du doch irgendwie ein Team schaffen, musst du das halt bezahlen. Das ist halt ein Kostenfaktor, ist einfach so. Aber die verdienen sich doch auch ein Schweinegeld. Ja, wir reden ja nicht über arme Unternehmen, und selbst wenn es so wäre, hast du trotzdem eine Verantwortung, wenn das auf den Servern da und so liegt. Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ob dann deren Teams da immer groß genug sind, ob sie da überhaupt Bock drauf haben, weil es halt ein Kostenfaktor, ne? Das ist halt ein Team oder eine Abteilung, die nur Kosten produziert. Müssen auch Wissen aus dem Stream oder dem Prozess haben, denn die Details sind so weitgehend, dass hier auch das Auto zu sehen ist, das der Attentäter benutzt hat, und auch die Munitionskiste im Spiel zu erkennen ist. Bis heute weiß niemand. Hey, das ist schon ekelhaft, wer immer das so gebaut hat und das sich dafür abfällt. So eine Leute, wenn man das mal ermitteln könnte, die müsste man auch mal exposen. Naja, die müsste man auch einfach mal zeigen. Da würde man sich wundern, dass das manchmal der nette Stefan von nebenan ist, der irgendwie hobbymäßig zockt, mit dem du am Wochenende dann irgendwie im Fußballverein abhängst oder so. Ich weiß es nicht. Also wer sowas baut, den sollte man ruhig mal zeigen. Niemand, wer das Attentat nachgebaut und auf die Plattform gestellt hat. Gefunden hat das Spiel ein Team rund um Mick Prinz. Er ist Experte für Gaming und Rechtsextremismus. Wir treffen ihn in Berlin an einem besonderen Ort. Mick Prinz sucht gezielt auf Plattformen nach rechtsextremistischen Inhalten. Darüber klärt er seine Follower in den sozialen Medien auf. Lass ruhig noch ein Stückchen reinlaufen. Ich bin schon wirklich lange, ehrlich gesagt, hier nicht mehr durchgelaufen. Man kommt ja super oft hier vorbei, aber wenn man hier durchgeht, wenn man sich durch diese stehenden Gänge hier bewegt, hat das Ganze eine sehr beklemmende Art und Weise. Es ist sehr erdrückend, man fühlt sich sehr einsam. Es ist zwischendurch auch teilweise zumindest sehr ruhig und man hört gar nicht viel vom restlichen, sehr lauten Berlin. Das heißt, man fühlt sich sehr isoliert und da, finde ich, funktioniert dieser Erinnerungsort sehr gut. Gleichzeitig führt dieser Ort aber auch zu einer Wut bei mir. Ich bin auch häufig wirklich sauer, wenn ich an diesem Ort vorbeifahre, nicht nur, weil man an die Gräueltaten der Nazis erinnert, sondern weil ich auch daran denke, wie aktuell beispielsweise Rassismus und Antisemitismus wieder normalisiert wird in unserer Gesellschaft. Ja, wie war das? Auch da haben wir was vor, dass wir da zum Hass vom Linksextremismus gegen Antisemitismus kommen. Ich war dort auch schon, ich war erschrocken, wie viele Leute dort so lustige Bilder machen. Also ich weiß nicht, ob das dann Ignoranz ist. Ich als Rechtsextremist ehemals hätte da natürlich auch andere Bilder gemacht. Das ist widerlich, dass ich das dort gemacht hätte. Aber es ist erschreckend, wie viele auch so Influencer sich da so dann auf die Steine darauf sind. Da gibt es ja ganz ekelhafte Bilder, die sich darauf regeln und dort Bilder machen, sich gar nicht damit beschäftigen, dass sie da irgendwo in Berlin sind. Ja, man weiß ja auch, wie übel da Leute posieren im Denkmal. Ja, ganz unterschiedlich. Also natürlich auch Rechtsextremisten, die dort Fotos machen, aber auch irgendwelche Influencer, die halt dumm wie meine Zigarette hier gerade sind, ne? Also, weiß ich nicht, man muss nicht vor jedem Bild irgendwie dumm und Grimassen machen, ne? Also ich mache auch immer, wenn ich mal unterwegs bin, Fotos von Orten, wo ich bin, in London, vor der Statue von Winston Churchill und so, da stelle ich mich auch nicht irgendwie nur dumm hin und für dich damals, als ihr unterwegs wart, euch diese Spielwelten unter anderem bei Roblox angesehen habt und entdeckt habt, es gibt da das Halle-Attentat. Was hat das mit dir gemacht? Es hat mich ehrlich gesagt nicht überrascht, dass wir das da gefunden haben, weil Rechtsextreme genau versuchen, diese offenen Türen zu nutzen. Sie versuchen genau diese Räume zu nutzen, wo sie eigene Inhalte bauen können. Das haben wir in der Vergangenheit schon in unterschiedlichsten digitalen Welten gesehen. Dass sie das bei Roblox machen, hat mich nicht überrascht. Trotzdem hat mich schockiert, wie akkurat. Ja, auch das muss ich vorlesen hier, Hannibal. Viele machen so einen Scheiß in Games, gerade wegen der Anonymität. Muss nicht immer heißen, dass es Extremisten sind, sondern machen es wegen billigen Lachen und um zu provozieren, trotzdem ekelhaft. Ja, also trotzdem, also wer das hier nachbaut, der macht das irgendwie nicht so aus Spaß. Keine Ahnung, also das fühle ich jetzt nicht. Das fühle ich nicht.
akkurat sie versuchen oder wie akkurat versucht wurde, dieser Anschlag nachzubauen. Und so sieht die Startseite aus. Auf Roblox können kostenlos ganz unterschiedliche Spiele gespielt und... Digga, wenn ich das schon sehe, wie man da bauen muss, Digga, da bin ich schon bei dem Spiel raus. Was ist das denn? Digga, das sieht ja... Das ist für... Also, wenn ich was zocke, dann muss ich auch... Spiel geht los und dann Maus und Tastatur und dann irgendwas machen. Aber... Doch selbst erstellt werden. Und das mit nur wenigen Mausklicks. Wir haben das selber ausprobiert. Ich habe mir hier einen rothaarigen Avatar genommen und ein Spiel gebaut, in dem eine Waffe genutzt werden kann. Im Menü hier an der Seite können ganz einfach Modelle in das eigene Spiel hinzugefügt werden, zum Beispiel Personen und verschiedene Waffen. Eigentlich ist das Gute an Roblox, dass man hier ganz leicht selbst kreativ werden und eigene Spiele erstellen kann. Rechtsextreme missbrauchen das aber. Denn genau so sind auch diejenigen vorgegangen, die auf Roblox das Halle-Attentat nachgebaut haben. Mick Prinz arbeitet für die Amadeo-Antonio-Stiftung, die das Ziel hat, die Demokratie zu stärken und gegen Rechtsextremismus vorzugehen. Dafür beobachtet Prinz regelmäßig mit seinen Kollegen, was Rechtsextreme auf den Plattformen posten und verbreiten. Und das nicht nur auf Roblox, sondern zum Beispiel auch auf Steam, der weltweit größten Gaming-Plattform, auf der Games gekauft und heruntergeladen werden können. Täglich spielen hier über 69 Millionen Menschen aus aller Welt. Hier chatten Spieler und tauschen sich in Foren aus. Mick Prinz zeigt uns, wie diese Plattform auch missbraucht wird. Genau, aber das sind jetzt einfach Screenshots aus Spielen, die sie hier auf ihren Profilen teilen. Das müssen auch gar nicht irgendwie eindeutig rechtsextreme Dinge sein. Das kann jetzt hier zum Beispiel auch nur ein Strategiespiel oder ein Shooter sein, der im Zweiten Weltkrieg spielt. Wir sehen zum Beispiel, das Profil spielt auch das Spiel Sniper Elite 5. Das ist jetzt kein rechtsextremes Spiel, aber gerade Spiele, die im Zweiten Weltkrieg oder um den Zweiten Weltkrieg spielen, werden gerne von Rechtsextremen gespielt, weil es dazu dann häufig auch Modifikationen gibt, wo man dann beispielsweise auf einmal die Waffen-SS spielt oder wo dann eben Hitler ins Spiel integriert wird. Ja, das hat für viele halt eine große Faszination, hätte mich als früher als Gamer auch abgeholt. Ich hätte dann auch immer irgendwie die Deutschen gespielt, das muss ich ganz ehrlich zugeben. Natürlich war das attraktiv dann auch damals, wie hieß das hier, Wolfenstein? War das Wolfenstein 3D, das, der erste Teil, der rauskam? War das Wolfenstein? Und da gab es ja auch dann Versionen, wo du dann, in Deutschland war das ja ohne das HK, ne? Das gab es aber im Ausland, gab es das mit Hakenkreuz, ne? Anonym, grüß dich, mein Freund. Und wer so viel Zeit da rein investiert und sowas nachbaut, hat auf jeden Fall eine ungesunde Verbindung zum Amoklauf, das ist so. Ja, Wolfenstein war das, okay. Ja, Wolfenstein, da ging es aber gegen Nazis. Ja, aber es ging ja darum, dass man überhaupt die Symbole sieht und so. Ah, in Österreich gab es das unzensiert. Ah, okay. Es scheint keine Mechanismen und Einschränkungen zu geben, welche Namen sich die Spielenden auf Steam geben können. Ich zeige euch das mal eben hier. Wenn wir beispielsweise einfach mal... Ja, aber da, bei solchen Plattformen helfen doch nur Geldstrafen. Das ist Wehtut und Portemonnaie, ne? Also bei solchen Plattformen, die dann nicht gegen vorgehen... Ich weiß nicht, bei Steam muss man sich da auch anmelden, muss man sich da nicht auch einigermaßen anmelden, zumindest wenn man auch irgendwas kauft und so, dass man dort irgendwie eine Bezahlfunktion oder so hinterlegt. Also wenn Jordan zockt, bei mir wird immer mal regelmäßig irgendwas von irgendwelchen Karten abgebucht. Oder kann man da auch ganz anonym, kann man sich da anmelden mit einer E-Mail-Adresse test@test.de oder so. Wahrscheinlich nur irgendwo eine anonyme E-Mail und dann einmal bestätigen ist man drin. Da kann man sich irgendeinen Namen geben und das war's. Okay, klar, anmelden, aber... Okay, kannte mal einen, der war wohl Antifa, aber wenn er gezockt hat, hat er Rechtsrock gehört, was so gut passt, wie er sagt, oh Gott. Okay, ja, der Sprung, dann noch die Musik dann dazu zu hören, kann ich mir vorstellen, dann noch irgendwas... nach Profilen auf Steam suchen, die wie Hitler im Namen haben, die den Begriff Hitler im Namen haben, sehen wir, dass wir mit wenigen Klicks über 31.000 Profile finden, die sich nach Hitler benennen. Täglich. Das ist schon eine große Zahl, ist, ne? 31.000 ist schon eine hohe Zahl. Ja, aber US-Name und Freedom of Speech, ja klar sind das US-Unternehmen, aber wenn sie Geschäfte tätigen in Europa und sie europäische Kunden haben, müssen sie sich an europäische Gesetze halten. Das kann ja nicht
kann nicht jedes kann nicht ein ausländisches Unternehmen immer sagen und dann, ja, scheiß drauf, unsere Regeln gelten dann in Deutschland. So einfach geht's nicht. Ich glaube, wer hat gerade so eine hohe Strafe gezahlt? Ich glaube Apple, ne? Apple hat doch auch gerade irgendwie eine 500 Milliarden Strafe bezahlt an die EU. 490 Millionen hatte ich gelesen in der Zeitung. Und das muss im Portemonnaie wehtun. Bei Firmen und tut's weh, nur bei Geld. Kommen hunderte weitere mit diesem Profilnamen dazu. Deshalb kritisiert McPrince die Plattformen und die Sicherheitsbehörden. Seiner Meinung nach sollten diese aktiver gegen Rechtsextremismus im Gaming-Bereich vorgehen. Ich glaube, das machen viele Sicherheitsbehörden auch, dass sie sich versuchen, einen Überblick zu verschaffen, was gibt es hier eigentlich, aber es ist schlicht und ergreifend einfach auch wahnsinnig viel und man ist auch auf die Zusammenarbeit mit den Plattformen angewiesen. Was muss eben Politik tun und die Plattformen, damit genau das sich ändert, damit sich da was dreht? Hier würde ich sagen, müsste man an mehreren Stellschrauben drehen, es müsste an ganz vielen Stellen was passieren. Ich sehe die Verantwortung bei Plattformen, dass sie ihre eigenen Guidelines durchsetzen, dass sie auch stärker proaktiver moderieren. Ich sehe das Problem aber auch bei der Politik, dass man auf der einen... Das sehe ich auch so, dass sie halt moderieren müssen. Ne? Das kann nicht so schwer sein, das auf der eigenen Plattform zu ermitteln, aber vielleicht gehen die da auch ran und sagen, ja gut, dann hätten wir, wenn wir das wirklich durchforsten, hätten wir irgendwie 100.000 Spieler weniger. Ich weiß es nicht, wie die da rangehen. Eine Seite nicht nur Gesetze gegen Hass im Netz formuliert, sondern diese auch umsetzt, sowohl in sozialen Medien, aber auch in Gaming-Plattformen. Politik muss also etwas ändern. Wir treffen uns in Halle mit Sebastian Striege von den Grünen. Er war für seine Partei im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat dabei. Schon da forderte er, dass die Polizei mehr tun muss, online präsenter ist. Als Abgeordneter hat er das Innenministerium in einer kleinen Anfrage gefragt, was sich seit dem Anschlag bei Online-Ermittlungen getan hat. Ja, die Leute, ich weiß es nicht, wie teilweise Polizei aufgestellt ist, was Online-Ermittlungen angeht, aber ich habe da nicht so eine zu große Zuversicht. Also, dass man sagt, dass da große Mega-Teams dran sitzen. Ich stelle mir das immer noch so ein bisschen vor, so Pentium 90-Rechner und dann immer noch irgendwie ein Röhrenmonitor. So manchmal stelle ich mir das noch so ein bisschen so vor. Na klar ist das beim Verfassungsschutz und der Länder und des Bundes vielleicht ein bisschen anders, aber irgendwie stelle ich mir das manchmal noch so vor, so ich komme in so ein Polizeirevier rein und sehe da irgendwie noch so einen Röhrenmonitor. Irgendwie so ein bisschen und die teilen sich irgendwie so eine 14K-Leitung. So habe ich das manchmal, so ist es so mein Feeling, wenn es so um Online-Ermittlungen geht. Also ich weiß nicht, wenn ich jetzt hier in Lübeck losgehen würde und ich sage, ja, hier, ich habe hier was gefunden zu Online-Hass und so weiter, was da so passieren würde. Also ich hatte so ein bisschen manchmal so das Gefühl, ich will da nicht zu negativ sein der Polizei gegenüber, aber ich hätte so manchmal das Gefühl, dass das irgendwie so in der Rundablage landet. Und dann kriegst du nach 6 Monaten so einen standardisierten Brief irgendwie, Verfahren eingestellt. Ja. Ja, die würden im Lexikon nachschlagen, was online bedeutet. Ja, so ist das. Ja, in der Schule ja auch ewig kaputt gespart. Da wird gejammert, dass wir Overhead-Projektoren nutzen müssen. Ich war letztens ja in der Schule, da war noch ein Overhead-Projektor. Die habe ich sogar abfotografiert, ich habe mich totgelacht. Okay, Nadeldrucker mit Endlospapier, ja. Beim Zocken habe ich so viele Rechte kennengelernt, ja. Online und Polizei, schwierig, bitte leise, ja. Was waren denn Ihre Erkenntnisse? Das, was man an Zahlen im Parlament... Okay, nee, die IT vom Staat ist tatsächlich recht gut ausgestattet, okay. Ja, ist nur so ein Feeling, also... Aber ich weiß nicht, ob da so der Ermittlungsdrang so mega ist. Die müssen erst das Telefon ausstellen, um ins Internet zu kommen. Ja. Parlamentarischen Raum erhält von der Landesregierung, gibt nicht wirklich was her. Es ist klar, es gibt einzelne Aktivitäten. Sachsen-Anhalt hat ein Cybercrime-Kompetenzcenter beim LKA. Es gibt Beamtinnen und Beamte der koordinierten Internetauswertung. Es gab auch mal eine Internetstreife, aber zum Beispiel, wie oft die tatsächlich auf Streifentätigkeit im digitalen Raum ist, lässt sich aus den Antworten der Landesregierung nicht wirklich ersehen. Die Anzahl der eingeleiteten Ermittlungsverfahren ist jedenfalls erschreckend niedrig.
Ja, aber da müsste es ja auch irgendwann Statistiken geben, die irgendwann ausgewertet werden. Was haben diese Teams geleistet? Was ist passiert? Erschreckend niedrig, sagt Strege. Und das, obwohl die Zahl der Cyberverbrechen stark zugenommen hat. Von fast 2000 Fällen hat sich die Zahl der Verbrechen fast vervierfacht. Nur 18% davon werden überhaupt aufgeklärt. Was sind jetzt Cyberverbrechen? Wird ja noch kein Name sein. Grundsätzlich noch kein Name. Einzig Taschen- und Autodiebe werden in Sachsen-Anhalt noch weniger ermittelt. Woran liegt das? Unsere Annahme am Personal. Wir fragen konkret beim Innenministerium Sachsen-Anhalt an. Unsere Frage, ob es einen Zuwachs beim Personal und Budget gibt, wird nicht beantwortet. Auf die Frage, ob sich Rechtsextremisten mit Spielen vernetzen, antwortet das Land sogar: Es liegen keine eigenen Erkenntnisse über den Missbrauch von Spielen als Vernetzungsinstrument vor. Naja, es ist halt eine unterschwellige Radikalisierung. Also ich bin auch dafür, das muss ich sagen, also dass besonders im Internet Pedos gejagt werden. Also das ist einfach, sollte, glaube ich, uns jedem ein Anliegen sein. Ich finde, Kinderpornografie ist somit das schlimmste Verbrechen, was ich mir vorstellen könnte. Und diese Leute sollen verfolgt und bestraft werden. Die sollen, ich sage es ganz ehrlich, von mir aus im Knast verrotten. Ja, ich weiß, es ist ein bisschen doppelmoralisch, weil ich dann meine Straftat so, aber klar soll man da den Fokus drauf legen, aber hier kann die Politik doch einfach die Plattform in Zwang nehmen. Also wenn der Eigentümer von Steam, ich weiß nicht, wer hinter Steam steht, oder ist Steam eine AG oder keine Ahnung, was die sind, zu wem die gehören oder ob das eigenständig ist, aber wenn die alle, wenn sie dann nicht aktiv wären, wenn die alle, was weiß ich, alle halbe Jahr irgendwie 50 Millionen Strafe zahlen müssen oder so, Digga, da überlegst du dir aber mal ganz zackig in die Gänge zu kommen. Wir haben alle Bundesländer angefragt, mit wie vielen Beamten sie im Internet auf Streife sind. Polizei ist Ländersache und darum antwortet auch jedes Bundesland anders. Blizzard hat Stream gekauft, okay, Halbwissen, okay, Valve, okay, Valve, okay, Valve, okay. Okay, Valve ist es. Einige Bundesländer wollen keine Auskunft über ihr Personal geben, aus Sicherheitsbedenken, zum Beispiel Rheinland-Pfalz oder auch Niedersachsen. Andere Bundesländer sind da offener. Schleswig-Holstein hat spezielle Dienststellen für Cyberermittlung. Und Bayern hat im Bereich Cybercrime offenbar mehr Experten im Netz als alle anderen. Ja, Sebastian schreibt auch gerade, hahaha, die sind doof sind die irre. Die vernetzen sich so viele, man vernetzt sich übers Game, sondern man sitzt dann im Discord, Teamspeak. Ja, genau. Also es ist halt niedrigschwellig, ne? Ja, lach, findest du das nicht auch lustig? Guck mal, hier wird ein Attentat nachgespielt. Das ist halt ein ganz, ganz niedrigschwelliger Weg der Radikalisierung. Also man kann Leute, einfach junge Leute damit auch sehr schnell beeinflussen. Ich weiß nicht, wie viele junge Leute heute unkontrolliert von zu Hause irgendwie zocken. Also ich gebe es ganz ehrlich zu, ich wüsste auch nicht, was Jordans Zockername ist. Wüsste ich auch nicht. Werde ich heute mal machen. Oh. 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 So. Okay, warte, ich muss mich um meine andere Firma gerade kümmern. So, ich schreibe mal Risa. Ja, Risa freut sich. So. Okay, so mein Spatz. Steam gehört zum US-Konzern und Spielentwickler Valve, die Entwickler von Half-Life. Okay, da muss die EU mit Geldstrafen durchgreifen. Ist einfach so. Ja, und der Verfassungsschutz meldet sich bei Filippo, ja. Katsching, Pepel, Merkel, Scholz-Millionen sind gekommen. ja, das ist dann immer so. Digga, jetzt melden sich hier alle, jetzt meldet sich die Telekom auch noch. Ihr Datenvolumen, nein, nervt mich nicht, ich will nichts buchen, so. Ich wüsste auch nicht, was Jordans Zockername ist. Und kann man heute sowieso noch als Elternteil, hier sind ja auch viele, viele Eltern. Also Marisa und ich selber stehen schon oft vor der Problematik, dass es natürlich eine enorme Sucht ist, dieses Daddeln. Das ist eine enorme Sucht. Also hier wird fast alles getan, um irgendwie Daddelzeit zu bekommen. Aber wer kontrolliert denn das bei sich zu Hause? Also,
Also bin ich ganz ehrlich, also wenn ich jetzt sagen würde, ja, Jordan, lock dich mal an alle deine 12 Spiele ein, die du da, sag mal, wie du da heißt und was du da schreibst und so weiter, hat ja auch ein bisschen was mit Privatsphäre zu tun. Auch Kinder und Jugendliche haben eine Privatsphäre. Würde mich mal interessieren, wie ihr damit so umgeht. Schreibt das mal, wer hier auch mit dem Thema Kinder und Zocken so diese Thematiken hat. Das würde mich mal interessieren. Ja, habe ich eingeschränkt. Stecker gezogen. Ende. Punkt. Ja, das ist ganz toll. An der Schule haben wir dann die Handypest am Hals und die depperten Eltern pushen das oft. Ich würde das Drecksspielzeug komplett an der Schule verbieten. Es nervt so ungemein. Ja, ja. Ich war letztens auch an einer Schule und es gibt eigentlich gibt es... Ich war an einer Schule und da ist der Direktor ehemaliger Bundeswehroffizier, der dann Schuldirektor geworden ist. Da war ich sehr beeindruckt, wie der die Schule führt. Also da ist Handy, die haben Handy-Hotels, wo die Handys dann auch rein müssen und so weiter. Dieses Thema Handy, wenn ich manchmal im Vortrag bin und sobald die Pause angeht, zücken 200 Leute ihr Handy. Die tun alle so, als wenn sie alle Ärzte sind. Als wenn sie auf einen Anruf warten oder eine Nachricht, dass sie gleich in den OP-Saal müssen oder operieren müssen. Kenne den GEMA-Namen meines Sohnes, schaue ihn ab und zu beim Spielen zu, weil er das möchte. Er ist schon 18, okay. Ich wurde nie kontrolliert und spielte weniger als die, die kontrolliert wurden, aber kommt auf das Alter an, meine ich. Sollte ich unbedingt auf die Zeit einschränken. Das sollte schon einen großen Effekt. Ein kurzes Song sagen, dadurch habe ich mehr Kontakt zu meinem Bruder als ohne. Ich halte nichts von Kontrolle. Das können sich gerade online einfach zu leicht entziehen. Lieber dazu erziehen, selbstständig gute Entscheidungen zu treffen. Ja, Warhawk ist aber eine sehr, also ohne Limit. Also wenn wir ohne Limit machen würden, das sage ich ganz ehrlich, wenn wir ohne Limit machen würden, würde der jeden Tag 10 Stunden zocken. Würde gar nicht mehr rausgehen. Da würde sein Football-Training nicht hingehen, der würde 10 Stunden am Tag zocken. Scheißegal, bei 30 Grad draußen. Wir haben einen Freund mit einem coolen Pool, der würde rund um die Uhr zocken. Also wir müssen mit Verboten arbeiten. Anderen Bundesländer, die uns geantwortet haben, zusammen. Aktuell werden über 400 Spezialisten in diesem Bereich eingesetzt. Ja, okay, Dr. Ivan Hawk schreibt auch, ohne Kontrolle, das ist bei meinem Jungen keine Grenzen, ja. Ja, ich zocke zweimal im Monat mit meinem 14-jährigen Nachbarn, da die Mutter überhaupt keinen Bezug hat, um ihn ein bisschen zu kontrollieren, beschützen. Okay. Aktuell werden über 400 Spezialisten eingesetzt, okay. Doch selbst 400 Spezialisten ändern nichts an der Tatsache, Spiele zu Attentaten wie in Christchurch oder Buffalo tauchen immer wieder auf den Plattformen auf. Wir zeigen Sebastian Striegel eine Aufnahme des nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Die Spielenden können dabei auf die Synagoge schießen, genau wie auf vorbeilaufende Passanten. Ja, das ist schon schwer, das zu gucken. Jetzt, wo ich wieder in meinem neuen Leben Empathie wiederentwickelt habe, was ich viele, viele Jahre nicht hatte, ist das schon zuzugucken und das... Weiß ich nicht, Alter, wenn so ein Bericht so Angehörige der Opfer da sehen, ey. Boah, das ist schon, als wenn du siehst das, wie Leute nachspielen, wie deine Mutter oder jemand oder dein Familienangehöriger erschossen wird, wie das nachgespielt wird. Weiß ich nicht. Also da würde ich den Rechner nehmen und den Rechner aber mal draußen im Garten mit der Fistgras beackern. Würde ich sagen, das hat sich erledigt. Hier ist ein Zettel, hier ist ein Stift. Da wünsche ich dir viel Spaß. Jetzt Roboblox analog. Ist menschenverachtend. Was anderes kann man dazu schlicht nicht sagen. So einfach. Solche Szenen nachzuspielen, das also wie eine Art Reenactment zu begreifen, das geht einfach gar nicht. Und da braucht es mehr Anstand der Plattformbetreiber. Ne? Das ist das eine. Also solche Spiele müssen gesperrt werden. Das können die Plattformbetreiber auch. Spätestens wenn jemand sowas meldet, muss das dann auch wirksam gesperrt werden. Roblox selbst hat das nachgebaute Halle-Attentat mittlerweile von seiner Plattform gelöscht. Aber gut ein Jahr war es dort zu finden, nachdem es im März 2022 veröffentlicht wurde. Philipp, was wird den Kindern außer noch geboten, außer am PC zu hängen? Oh, Kindern wird schon viel geboten. Und da sind auch die Eltern ein bisschen gefragt, vielleicht mit den Kindern was zu machen.
Also bei uns, wenn wir Zeit verbringen, wir sind jetzt eingeladen zu einem 50. Geburtstag, den wir auf einer tollen, coolen Insel verbringen werden. Und danach begleitet mich in den Osterferien, begleiten Marisa und Jordan mich nach Bayern runter. Da bin ich in Bayern eingeladen zum Arbeiten. Und klar gibt es was zu bieten. Es gibt viele tolle Vereine, wo man was machen kann. Man kann die Kinder in die Freiwillige Feuerwehr auch mal stopfen oder sonst irgendwas. Da gibt's genug. Ja, aber ein Jahr war das auf der Plattform. Und das Handy meiner Tochter wurde auch schon eingezogen. Direktor hat mich direkt angerufen, gefragt, ob ich mit der Erziehungsmaßnahme einverstanden bin. War ich natürlich. Ja, na klar. Also da sind wir sowieso. Also das finde ich sowieso. Selbst wenn ich mir jetzt so eine Plattform wie Roblox, Steam, keine Ahnung. Ich meine, selbst wenn du da so ein Team schaffst, ich sage jetzt mal so ein Team von, keine Ahnung, alle bei denen umsetzen. Selbst wenn du in Deutschland ein Team da schaffst mit 12 Leuten, die ITler sind. Alter, was könnten 12 Leute, nehmen wir davon, einer ist krank, einer hat immer Urlaub, so bei der Quote, was könnten 10 Leute am Tag auf einer Plattform in der Zeit durchforsten? Was würden die alles finden? Oder? Also das wäre doch schon mal, ich meine, wir müssen jetzt nicht von 100, 200 Leuten, was vielleicht nicht bezahlbar wäre auch für diese Plattform, aber so ein Team muss doch bezahlbar sein. Was würden die durchforsten können? Ah, meine Tochter durfte eine Stellungnahme schreiben, sonst wäre das Handy übers Wochenende mit meiner Erlaubnis in der Schule geblieben. Sehr gut. Und im Untersuchungsausschuss zum Halle-Attentat kam heraus, auch die Polizei hatte damals Probleme, schnell den Livestream der Tat zu finden. Ein Polizist, der am Tag des Attentats in Halle im Dienst war, sagte den Abgeordneten im Landtag, er halte eine Recherche nach entsprechenden Streams in der Akutphase eines solchen Einsatzes für eine Polizeiinspektion auch nicht für durchführbar. Ja, so eine Polizeiinspektion, also wenn ich das jetzt suchen müsste, finde ich sogar legitim. Ich weiß, das war negativ gemeint, aber finde ich sogar legitim. Also ich bin jetzt technisch nicht der Versierteste, was das Internet angeht. Ist vielleicht hier noch nicht so durchgekommen. Ich finde so meine Sachen bei Google, YouTube und so weiter und ein bisschen Klick, Klack, Clear, Livestream und so. Das bedarf aber schon ganz schön Hirnschmalz. Und Da sitzt jetzt Beamter Klaus Müller in der Polizeiinspektion Halle Süd Abschnitt 3 und der soll sich gerade darum kümmern, ja, dass der das nicht findet, der findet das Internet nicht. Der muss erstmal Bing anmachen, um Google zu finden. Das unterstelle ich einigen auch. Ja. Ja, genau, Journalisten haben vor der Polizei die RAF-Tante gefunden. Technisch ist Filippo top. Dankeschön, Ehre geht raus. Ja, also, dass dann ein XY-Polizist einfach mal an irgendeiner Polizeiinspektion schnell diesen Livestream finden soll und das dann beantragt, dass das gekickt wird, dann bei Twitch oder bei TikTok oder sonst irgendwo. Ja. Dann müsste es halt eine zentrale Stelle geben für technische Fragen, die man auch akut beauftragen kann. Klar kann das Karl-Heinz 62 nicht. Ist so anonymer. Ist so. Ja. Ja, der Staat zahlt auch zu schlecht für gute Leute. Die freie Wirtschaft ist interessanter, ja. Gern hätten wir mit dem zuständigen Landeskriminalamt in Magdeburg darüber gesprochen, wie sich die Arbeit der Beamten nach dem Attentat verändert hat. Wir bekamen jedoch eine Absage. Dann haben wir uns bundesweit umgehört, doch nur Sachsen wollte uns zeigen, wie im Internet ermittelt wird. Philipp Schlaffer, Taskforce-Leader, New Technology, klingt doch super, ja. Ja, also bin ich mal gleich sehr gespannt. Ich muss erstmal meine Marisa fragen, ob ich noch einen Kaffee kriege oder ob ich mir den selber holen soll. Marisa, mein wunderschöner Spatz. Du, haben wir zufällig noch Kaffee? Ich bin ja noch im Livestream. Haben wir das noch, mein Spatz? Vielleicht nur so, ich frage für einen Freund hier im Internet. So. Ja.
Ah, okay. Jotun, Logik, ich habe selbst schon Gespräche geführt mit Polizisten, weil Leute zum Beispiel Opfer im Ahrtal gefilmt haben. Am Telefon haben die mich gefragt, wie die sowas finden. Ja. Gründet Firma schlaff und reizlos Internet Security. Oh Gott, oh Gott. Deswegen fahren wir jetzt nach Dresden. Hier ermitteln Polizisten gegen Cyberkriminelle, auch bei Hass, Hetze und rechtsextremen Spieleinhalten. Stellvertretend für ein Team von Ermittlern spricht Mario T. mit uns. So nennen wir ihn, weil er anonym bleiben will. Marisa! Hass und Hetze im Netz würden auch ihn und sogar seine Familie gefährden. Wenn Spieler problematische Inhalte finden und diese bei der Online-Wache Sachsen anzeigen, würde diese Anzeige ihn und sein Team erreichen. Dann wird's für Mario T. Oh, warte mal, das muss ich gleich nochmal hören. Ja, wir haben noch Kaffee. Steht in der Küche, ist die Kaffeemaschine. Die Becher befinden sich darüber, die Milch steht, glaube ich, neben der Kaffeemaschine. Marisa muckt auf. Marisa muckt auf. Ich muss das nochmal kurz hören, wie der Ablauf jetzt hier ist. Und seinen Kollegen. Wenn Spieler problematische Inhalte finden und diese bei der Online-Wache Sachsen anzeigen, würde diese Anzeige ihn und sein Team erreichen. Dankeschön, mein Spatz. Guck mal, hier sind noch zwei leere Tassen mit kaltem Kaffee. Dankeschön, mein Spatz. Schön. Das ist ja lieb von dir. Danke, ja. Dankeschön. Bitte. Tschüss. Das ist meine lieblingsneue Tasse, Dr. No. Kennt ihr Dr. No? Kennt den jemand von TLC? Why you eat so much? Das ist meine neue Lieblingstasse. So. Okay. So. Ah, es war nur die kurze Simulation von Feminismus im Hause Schlaffer. Okay. So. Dann wird's für Mario T. und seine Kollegen meist knifflig. Wir schauen dann, gibt's Informationen, die er öffentlich beispielsweise zur Verfügung stellt, wo wir sehen, okay, der ist noch da und da unterwegs. Also wir machen jetzt nicht immer ein Gießkannensystem, dass wir sagen, wir gucken grundsätzlich in alles, sondern das Ziel ist ja immer, zum Beispiel einen straffällig gewordenen Nutzer zu identifizieren. Was würde denn das personell bedeuten, wenn Sie sagen würden, Sie würden sowas machen wollen? Also sprich, Sie würden jetzt dezidiert durch das Netz durchkämmen auf solche Inhalte, so wie man es von der klassischen Streife kennt, wenn da ein Hakenkreuz an der Hauswand ist, ist das ja auch ein etwas, was die Polizei automatisch quasi verfolgt. Ich finde einfach, das ist so Community-Auftrag, das ist nicht nur Polizei. Also das ist mir zu leicht gemacht. Aufgabe einer Community, wenn Leute bei YouTube oder so auch gesperrt sind, die legen sich einen zweiten Kanal an und dann findet jemand das und sagt, Mensch, der ist doch eigentlich gesperrt bei YouTube, dann melden, dann sind die wieder weg. Also da ist YouTube, glaube ich, schon ein bisschen mehr auf Zack. Also YouTube hat da schon, ist da schon sehr, sehr gut dabei. Was zumindest diese gemeldeten Sachen angeht, obwohl da auch durchrutscht, also da ist auch noch Nachbesserungsbedarf, aber die haben sich verbessert, sagen wir es mal so. Trotzdem ist das hier so eine Art Community-Aufgabe, was wir an extremistischen Inhalten oder vielleicht frauenhassenden Gewaltfantasien und so angehende Sachen, sind das Meldesachen, dann auch Sache der Plattform. Ja. Digitaler Raum, der ist, was ein Polizeibeamter da erfassen kann innerhalb von 24 Stunden bzw. 8 Stunden Dienstzeit, das ist natürlich auch endlich. Das wäre eigentlich ein Sachverhalt, der müsste mit gigantisch vielen Beamten hinterlegt werden. Also das ist wenig realistisch. Unendlich viele Inhalte brauchen unendlich viele Polizeibeamte. Darum sehen Experten wie Mick Prinz die Plattformen wie Roblox und Steam in der Pflicht. Das sieht auch die Polizei so. Also da würde ich mir wünschen, dass die Plattformbetreiber da mehr Geld investieren, Mitarbeiter ausbilden, vernünftig ausbilden und dann eben auch durchaus eine bessere Moderation und Kontrolle ihrer Inhalte durchführen. Die Polizei bestätigt uns, in Einzelfällen kooperieren die Plattformen mit der Polizei. Ja, in Einzelfällen, das muss natürlich bedeuten, professioneller werden. Aber beim LKA wird deutlich, wenig Personal für unendlich viele Inhalte.
Wie Rechtsextreme diese Inhalte zur Vernetzung nutzen könnten, darüber sprechen wir in Thüringen mit dem Chef des Verfassungsschutzes. Stefan Kramer ist seit 2017 der Leiter der Behörde. Er sieht die Gefahr von Spielen als Vernetzungsinstrument. Besonders für die rechtsextremistische Szene ist aber die Plattform oder dienen die Gaming-Plattform zu viel, viel mehr als eben nur Kommunikation. Hier geht es darum, sich zu motivieren. Hier geht es darum, sich in einer virtuellen Welt aus der realen Welt zu verabschieden und dort tatsächlich den Lebensstil, den Way of Life des Rechtsextremismus zu leben. Ja, okay. Sich auch in entsprechenden Shooting-Games ganz klar mit Waffen auseinanderzusetzen, gegenseitig zu messen, aber auch eben Anschlagsszenarien durchzuspielen. Der Halle. Ja, da muss man auch mal sagen, ja, ich glaube, KI könnte da auch eine Lösung sein. David Hesse schreibt, diese Dinge müssen KI-gestützt überwacht werden. Händisch ist das nicht möglich. Genau. Aber dazu müssten natürlich die Plattformen auch zuarbeiten, mitarbeiten, das zulassen. Die wollen bestimmt auch keine Einblicke in ihre Abläufe, in ihren Algorithmus, in ihre Programmierung geben. Ich glaube auch nicht nur, dass es um die Vernetzung geht. Ich glaube, was hier so ein bisschen untergeht, ist das, wenn junge Leute, die das... Wann fangen junge Leute heute an zu zocken? Auch am PC oder Laptop oder so, Roblox und so, würde ich sagen, da fangen doch einige schon mit 7, 8 Jahren an, oder? Oder bin ich da zu früh? Ich weiß es nicht. Was ist so Einstiegsalter für diese Spiele? Ist so, Husker Du. Ja, es geht nicht um das Spielen, es geht jetzt nicht um Ballerspiele, Matze. Es geht nicht um Ballerspiele, das hat hier keiner gesagt. Das ist hier noch kein Hate gegen die Spiele generell. Also hier hat noch keiner gegen Spiele gehatet. Immer früher, ja, 7- oder sogar 6-Jährige. Naja, wie schnell kommen die dann über Inhalte? Also wie schnell stolpern die dann über Hitler, Himmler, Hakenkreuze, hier Attentäter, guck mal, lustig, hier läufst du in eine Schule rein und da kannst du ein Attentat nachspielen und so weiter. Das ist das, worum es geht. Hier hat noch keiner gesagt, hier geht es um Spieleverbote. Na, und so junge Leute sind halt leicht beeinflussbar. Und wenn die dann so eine Bubble reinkommen, dann sagen Leute so, ja, komm mal in unseren Discord-Channel und dann, was weiß ich, wie das funktioniert. Da können junge Leute sehr, sehr schnell radikalisiert werden. Das kann man doch nicht von der Hand weisen. Okay. Attentäter hatte sich genau auf diesen Plattformen bewegt. Seine Ideologie findet sich auch in dem Spiel zum Anschlag wieder, das mittlerweile gelöscht ist. Kramer verwundert nicht, dass es das Spiel überhaupt gab. Wir haben auch ein Spiel genutzt, gerade aus der Neonazi-Szene, um Radikalisierung voranzutreiben. Das sind sozusagen die Perversitäten, wenn Sie so wollen, aus meiner Sicht zumindest, oder die darin gipfelt das Ganze letztlich gesehen nur. Die Herausforderung für uns ist eben die, dass wir mit diesen technischen Radikalisierungs- und Publizierungsmöglichkeiten Schritt halten müssen und dass es offensichtlich in der Perversität des Menschen nach oben keine Grenzen gibt. Kramer bestätigt uns, dass seine Behörde aufgerüstet hat. Details über die Arbeit seiner Leute behält er für sich. Unser Fazit: Die Ermittlungsarbeit ist für die Polizeibehörden ein Fass ohne Boden. Und das glaube ich, aber hier wird auch gerade geschrieben, Valve kannst du eigentlich erst ab 12 nutzen. Wenn es richtig weiß, bin ich mir nicht ganz sicher, liegt auch daran, habe ich meinen Account schon Ewigkeiten. Ja, also, aber auch das Elternhaus ist natürlich gefragt, einfach mal zu gucken. Also ich nehme von diesem Stream heute selber was mit. Und das ist auch für mich dann auch immer wieder ein Lerneffekt. Also das Elternhaus kann sich nicht immer zurückziehen und sagen, ja, okay, klar, der Druck ist heute für viele groß, Geld zu verdienen mit den Krisen. Auch Eltern haben ein Leben und Hobby, aber da muss man auch mal gucken. Also das Elternhaus darf sich da auch nicht komplett zurückziehen und sagen, das soll jetzt mal die Polizei machen oder die Firmen. Ah, Sebastian, weiß ich nicht. Zocken ist gut für Leute, die Programmierer werden wollen oder die später am PC arbeiten wollen. Weiß ich nicht, Sebastian. Oh, das kann ich so nicht unterschreiben. Und zwar will ich dir das auch ganz kurz erklären. Das, was ich jetzt kennenlerne, ist nämlich mittlerweile, die zocken teilweise schon 10 Jahre, aber die können teilweise ein Word-Dokument nicht öffnen.
Also die können nicht mal Word öffnen oder in die Systemeinstellungen reingehen oder sonst irgendwas. Also das kann ich nicht bestätigen. Nur weil jemand zockt und der lockt sich in ein Spiel ein und kann hier mit vier Fingern vorwärts, rückwärts, links, rechts und springen und Tastatur drücken und so weiter und knien und laufen und dann mit der Maus irgendwo schnell schießen oder so, das heißt noch lange nicht, dass der gut am PC ist. Das ist ein Trugschluss. Das stimmt nicht. Das begegnet mir gar nicht. Weil ganz häufig, wenn ich an Schulen bin und ich brauche dann auch irgendwie Hilfe, wenn irgendwas nicht geht mit Monitoren und Whiteboard, connectet sich nicht, da haben ganz viele 0,0 Ahnung. Es ist Plug and Play. Es wird runtergeladen, rein und Attacke. Ja. Ja, das habe ich auch gesehen. Ein Kumpel hat gezockt bis zum Abwinken, aber nicht imstande, Windows zu starten, ja. Ja. Ja, okay, The Real Hutmar schreibt, ich kann das ganz konkret widerlegen. Ich saß im ersten Semester Informatik mit ganz vielen Leuten zusammen, die das studieren wollten, weil sie gerne zocken. Die waren ganz schnell wieder weg. Ja. Im Computerraum sehen wir sehr oft, die meisten können null. Die haben 2 bis 3 sinnlos Apps auf dem Handy und das war's. Ja, das ist leider so. Ja, kein Drucker anschließen und so weiter. Es ist wirklich so. Unsere Recherche zeigt, durch den Föderalismus wird ihre Arbeit erschwert. Die Vernetzung Rechtsextremer kann die Polizei nur schwer verhindern, auch weil es an Polizisten fehlt. Deswegen ist die... Hannibal Anteportes, ich unterrichte Datenverarbeitung, wo Schüler sagen, dass sie die ganze Nacht Fortnite zocken. Aber wenn man mal ins Eingemachte geht, merkt man, dass sie keine Ahnung haben. Die Polizei auf Hinweise von allen Spielenden angewiesen. Also hier war natürlich der Föderalismus erwähnt, die Hoheit der Polizei der Ländersache. Föderalismus hat seine Vorteile, aber auch seine Nachteile. Das ist so. In Deutschland gibt es allein über 34 Millionen Gamerinnen und Gamer, die genauer hinschauen könnten. Einer von ihnen ist Stefan Bliemel, besser bekannt als Steinwein. Der Gamer zockt History Games auf YouTube vor über 95.000 Abonnenten. Er spricht in den Videos mit seinen Zuschauern über geschichtliche Inhalte und ordnet diese in ihren jeweiligen Kontext ein. So begann damals seine Liebe zu Games. Ich bin mit diesem Medium Anfang der 90er, nach der Wende, ich komme aus der ehemaligen DDR, da bin ich als Kind aufgewachsen, bekannt geworden und war gleich fasziniert. Und dann kam eins zum anderen bei Freunden, erstmal C64 und dann irgendwann, ich glaube 93 oder 94, der erste PC. Und ja, da hat man natürlich nicht nur Schulaufgaben gemacht, sondern auch gespielt. Er spielte schon immer gerne Spiele mit geschichtlichen Themen, lernen, ohne dass man es merkt also. Denn Spiele können gut verschiedene Systeme abbilden und erfahrbar machen. Fast logisch, dass er später auch Geschichte studierte. Ende 2012 veröffentlichte er schließlich sein erstes YouTube-Video zu einem Geschichtsspiel. Seitdem baut er seine Community auf und ist noch aktiver Teil der Gaming-Szene. Rechtsextremismus sieht er in seiner eigenen Gaming-Bubble als kein Problem. In meinem persönlichen Umfeld, also das heißt mit meinen Zuschauern, mit denen ich in Kontakt bin, die Spiele, die Entwickler und Publisher, die ich kenne, erlebe ich das tatsächlich nicht. Ich beschäftige mich mit Games, die einen historischen Hintergrund haben, aber tatsächlich wird auch dieser historische Hintergrund so gut wie nie genutzt, um irgendwie jetzt über Kommentare irgendwie eigene Ideologien einzuspeisen und schon gar nicht Rechtsextreme. Es gibt ganz, ganz wirklich wenige Fälle in den letzten Jahren, wo das mal passiert ist und dann blocke ich das sofort. Ja, das ist halt aber auch eine eigene, ranerzogene Community. Ne? Das ist ja, wie wir jetzt als Community hier abhängen, wo ich weiß, die Leute im Chat sind moderat mit dabei, wir können diskutieren, wir können uns austauschen, wir haben auch öfters mal unterschiedliche Ansichten. Das sieht man natürlich, wenn dann aus Telegram-Gruppen dann die Leute rübergeschickt werden von Attila Hildmann, dem Volkslehrer von The Brain oder sonst irgendwas, wenn sie dann ihre Telegram-Dödels rüberschicken. Das bildet das aber vielleicht nicht ab, sondern er hat sich ja eine Community herangezogen, die dann seinen Input zu historischen Spielen mag. Das leuchtet mir dann auch ein. Das ist ja bei vielen so. Mir ist natürlich auch klar, Wer sich damals FSN-TV reingezogen hat, da wusste ja, wer sich da in den Kommentaren tummelt. Eine oder unsere Community zum Beispiel auf Steam oder in Videos rechtsextreme Inhalte entdeckt, wie sollte man am besten vorgehen? Was ist dein Tipp? Wenn man das sieht, sofort melden. Und ich glaube, je mehr das tun,
umso schneller geht das dann auch, umso besser ist das. Ich glaube, da ist tatsächlich die Schwarmintelligenz der Gamer sehr, sehr wichtig, dass man da einfach gemeinsam initiativ wird und aktiv wird. Und dann macht es eben schon einen Unterschied, ob ein Einzelner oder tausend eine Sache melden, ob eine Plattform vielleicht aktiv wird. Das ist es. Punkt. Brauche ich gar keinen Input zu geben. Das hat der Herr Biemel hier sehr gut gesagt. Aktiv werden bereits einige Gamerinnen und Gamer, wenn man sich ihre Social-Media-Profile anschaut, wie Mick Prinz erzählt. Es gibt ein Problembewusstsein in der Gamer-Szene, es könnte aber größer sein, findet er und nennt uns jene, die sich offen gegen Rechtsextremismus aussprechen. Stay wäre hier zu nennen, der regelmäßig wie deutlich macht, dass er keinen Bock hat auf Rechtsextremismus in seinen Communities. Hand of Blood macht das oder beispielsweise auch ein Fabian Siegesmund. Das sind alles Leute, die in ihren Communities auch Vorbilder sind und die wir auch darstellen, hey, nehmt diese Dinge nicht einfach so hin, wehrt euch auch, wenn euch solche Sachen auffallen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, dass man Rechtsextremismus auch im Gaming nicht hinnimmt. Ja, aber das ist so eine Sache, die mir ja auch schon öfters gefehlt hat. Das sage ich so mal so, das Engagement von vielen großen anderen YouTubern, Twitchern und so weiter. Mir geht es ja gar nicht immer nur das Thema Rechtsextremismus zu bearbeiten, sondern Extremismus allgemein. Und wir wissen ja, was für einen ungemein großen Einfluss die auf junge Leute haben. Die können immer mal trotzdem irgendwie mal Werte einstreuen. Also sei es nur demokratische Werte mal. Damit meine ich nicht, die müssen einen Stream dazu machen. Aber sie könnten es immer wieder mal einstreuen. Ich weiß, jetzt schreiben Leute wahrscheinlich gleich rein, der und der hat das auch schon einmal gemacht oder zweimal gemacht oder und so weiter. Viele haben, glaube ich, Angst, dass wenn sie mal nichts machen, aber sie es aus Überzeugung machen, weiß ich auch nicht. Aber das würde ich mir bei gewissen Themen schon viel, viel häufiger von den großen Influencern, besonders bei YouTube und Twitch, wünschen. Da gibt es natürlich die ganz großen Namen. Egal, ob die da ihren Merch verkaufen wollen, Klamotten, bis hin zu Eistee, bis hin zu, keine Ahnung, könnten die trotzdem ihren Teil immer dazu ein bisschen beitragen. Habt ihr online schon mal rechtsextreme Inhalte gesehen und vielleicht sogar gemeldet? Schreibt uns eure Erfahrungen in die Kommentare. Noch nie einen Kommentar bekommen. Hunderte! Es müssten Tausende jetzt sein, Tausende. Ja, Mixbar, die sollen ihre Community vor der Wahl zu auffordern, demokratisch zu wählen, ja. Zu den über 34 Millionen deutschen Gamerinnen und Gamern gehören auch Kinder und Jugendliche. Die Schülerinnen und Schüler der 8b der Eichendorff-Schule in Erlangen kennen sich bestens mit Spielen aus. Zum einen werden hier Spiele im Unterricht gespielt. Zum anderen zockt der Großteil der Schüler auch zu Hause, unter anderem auf Roblox. Hast du schon mal Roblox gespielt? Ich spiele immer noch, ja. Immer noch? Das heißt sehr regelmäßig? Ja. Nee, eigentlich jeden Tag. Auf Roblox gibt es halt mehr Plattformen, aber es ist halt nicht so diese Grafik, die ich geil finde. Through the Darkest of Times heißt das Spiel, das die Klasse im Unterricht spielt, während wir sie besuchen. Im Stil einer Graphic Novel können die Schülerinnen und Schüler in verschiedene Rollen schlüpfen und die Zeit des Nationalsozialismus erleben. Das ist das Spiel, über das wir auch mit Steinwallen gesprochen haben. Es ist jetzt besser als normaler Unterricht. Also es hilft auch wirklich viel mehr. Klar, alles digital ist immer besser als Unterricht. Das kriege ich auch rückgemeldet, wenn ich mal zu Besuch bin. Das ist auch besser als Unterricht natürlich, weil ja, wer will dann schon in Chemie gerade drin sitzen? Oh, 4. Hatte ich immer eine 4? Oder eine 3? Aber hier war nicht so richtig gut. 8b, Staffel 8. Ich sehe da eine Verbindung, Metal Dome, ja. Ich kenne das Spiel gar nicht. Die Schüler müssen im Spiel eine Widerstandsgruppe aufbauen und Unterstützer gewinnen. Aber eine Bombe lass nicht so riskieren, weil das letzte Mal konnten wir es dann nicht mehr machen. Ja, ich habe das auch überhört. Sehr regelmäßig. Nee, jeden Tag. Bester Mann, ja. Ein Punkt, das wird zu gefährlich. Mit der Widerstandsgruppe planen sie Aktionen. Dabei müssen sie aufpassen. Wenn etwas schief geht, sinkt die Moral in der Gruppe und sie könnte sich auflösen. Jede Entscheidung, die in einem Spielzug getroffen wird, beeinflusst den nächsten. Oh, ihr habt ja schon echt viele Unterstützer dabei. 29 ist ja echt gut. Ja. Soweit. Ach, bist du nicht so gut? Hättest du gerne noch mehr Unterstützer? Ja, schon. Manche Aktionen sind gefährlicher als andere. Risiko extrem. Okay, wir machen das. Wir machen das. Alle ihre Entscheidungen haben Auswirkungen.
Was, 26. April 1933. Ich finde die Idee echt gut. So kann man junge Leute abholen. Es muss authentisch und niedrigschwellig sein. Ach so, dann musst du die antworten, wenn du gefragt wirst von der Gruppe. Okay, tut mir leid, ich kenne das gar nicht. Angelika Badke nimmt mich zur Seite. Ich muss dir von meinem Bruder erzählen. Ich hätte nie gedacht, dass es so weit kommen würde, aber schon gut, du kannst mir alles erzählen, sagte ich. Angelika seufzt, schaut auf den Boden und dann mir ins Gesicht. Gestern Abend ist er im braunen Hemd zu Hause aufgetaucht. Du bist in Gefahr, du gefährdest uns alle. Okay. Das heißt, sie müssen immer irgendwelche Entscheidungen treffen, welche Antworten, wie, mit wem sie kommunizieren und so. Finde ich gut. Finde ich gut, darüber nachzudenken. Wirkung. Das Ziel, das nationalsozialistische Regime zu besiegen. Genau, also es gibt ja ganz viele verschiedene Aktionen. Wonach entscheidet ihr so, was ihr... Wie heißt das Spiel? Bitte. Wie heißt das Spiel? Hello? Internet? Hallo? Internet kaputt? Hallo? Ey! Wir haben nicht aufgepasst. Wie ist denn das Spiel jetzt? Hat keiner aufgepasst? Alter, ihr seid eine Frechdachs-Community. Wahnsinn. Die Schwarmintelligenz ist im Bett. Nimm das Festnetztelefon und ruf das Internet an. Spul zurück, Digga. Ich war gerade pullern. Oh, Mando. Through the darkest of times? Ja? Schrei doch das Internet nicht an. Ich habe meine Bauchtasche vergessen, bin deswegen zu spät, sorry. Zone of Interest, noch nicht gesehen. Through the Darkest of Times, okay. Das Spiel heißt Candy Crush, okay. Wir machen was? Wir sprechen uns eigentlich allgemein ab, was wir machen. Zwei Projekttage lang begleitet das Spiel Through the Darkest of Times die Klasse. Alter, Philipp Schlaffer, lass doch einfach mal laufen. Ich freue mich schon auf die Kommentare nachher wieder. Digga, Video gut, außer der Typ, der immer anhält und dazwischen was sagt. Am ersten Tag wird gespielt und am zweiten ausgewertet, was die Schüler gelernt und wie sie sich entschieden haben. Zur Auswertung kommen wir später nochmal zurück. Finde ich aber gut, sowas ist für eine Projektwoche Medienkompetenz. Das ist das, worüber gesprochen wird, Medienkompetenz, ja. Da was lernen, das zu verbinden, finde ich gut. Das holt halt auch Schüler ab, ist niedrigschwellig, authentisch und top, Daumen hoch. Die Entwickler dieses Spiels treffen wir in Berlin. Jörg Friedrich ist der Gründer des Game-Studios Paint Bucket Games. Sein etwa 20-köpfiges Team aus Programmierern, Game-Designern, Grafikern und vielen mehr entwickelt Spiele, mit denen Wissen über Nationalsozialismus und Rechtsextremismus vermittelt wird. Ich schreibe tatsächlich Production Code. Sie wollen aufklären und sich für die Demokratie einsetzen. Damit sind sie sehr erfolgreich. Das ist auch sehr gut. Apropos Demokratie einsetzen, wer sich für mein Buch noch interessiert, Werbung, Leute, das ist das Buch Hass macht Gewalt. Dankeschön an alle, die das bestellt haben oder haben wollen. Mit Signatur gibt es das im Shop bei King unter den Kongs. Dankeschön an alle, die den Kanal auch so supporten mit einem Twitch Prime Abo oder mit der Kanalmitgliedschaft. Dankeschön. Wir werden jetzt wieder bedeutend mehr Input machen, bis ich dann wieder unterwegs bin. Ansonsten gibt es hier auch wie immer was von den Beef Bandits mit Philipp 10. Alles rund um Grillen. Da kommt geiler Kram. Check das mal aus. Beef Bandits mit Philipp 10. 10% Rabatt. Und natürlich bei Zec Plus. Ehre geht raus. Dankeschön an alle, die das supporten. Viele liebe Grüße. Und ansonsten check die Seite auf extremismus.de und dann gucken wir mal an, was die hier weitergemacht haben. Dankeschön. Schwarze Schar Reaction. Ja, ich muss produzieren. Vor allem mit dem Spiel, das wir uns gemeinsam anschauen. Mit Through the Darkest of Times gewannen sie 2020 in zwei Kategorien beim Deutschen Entwicklerpreis.
Also Through the Darkest of Times spielt von 33 bis 45, beginnt mit der Ernennung Hitlers zum Kanzler. Und man spielt eine Zivilperson, ganz normalen Menschen, so wie du und ich, der sich entscheidet, okay, das ist jetzt so krass, ich muss jetzt was tun. Und so entsteht während des Spielens aus der einen Person irgendwann eine Widerstandsgruppe, die aus ganz verschiedenen Menschen, die unterschiedlich alt sind und verschiedene Ansichten haben, besteht. Sie haben im Spiel, wie damals auch in Wirklichkeit, ein Ziel. Dass dieses Regime weg muss und dass wir wieder unsere Freiheit zurückbrauchen, darauf konnten sie sich einigen. Und dafür haben die ihr Leben riskiert, dafür haben die riskiert, ins Gefängnis zu gehen und schlimmsten Unbill zu erleiden. Das wollten wir halt erzählen, weil wir das einfach so eine starke Geschichte finden, gerade in diesen Zeiten. Er gibt uns Einblicke in den milliardenschweren Spielemarkt. Auch wenn es sich um ein fiktives Spiel handelt, das viele reale Fakten mit einbezieht, ist sich Friedrich der Verantwortung, die Entwicklerinnen und Entwickler haben, bewusst. Darf man solche ernsten Themen spielerisch umsetzen? Ich finde eine super Idee. Ich weiß nicht, wie bei euch so das Gefühl ist. Ich finde das eine super Idee. Ich werde mir das nachher gleich mal angucken. Also, wo ist denn hier mein... Das Computerspiel. Steam. 9 von 10 Punkte. Kostet 2,99. Spannend, finde ich richtig gut. Finde ich richtig gut, die Idee. Ich will weder Täter-Porn schaffen, also etwas, wo Täter sagen, oh, das ist aber cool, ich wollte schon immer einen KZ-Wächter in Auschwitz spielen, und ich will gleichzeitig das Thema aber nicht trivialisieren. Wir zeigen Spieleentwickler Jörg Friedrich ebenfalls die Aufnahme des mittlerweile gelöschten, nachgebauten Halle-Attentats auf Roblox. Zur Erinnerung, auf Roblox kann jeder ganz einfach Spiele selber bauen. Ja, ich meine, das kommt halt mit der Freiheit, ne? Also wenn du die Freiheit hast, alles zu bauen, dann hast du halt die Freiheit, alles zu bauen, dann können Arschlöcher auch Scheiße bauen. Mhm. Aber ich meine, das Beruhigende ist doch, dass sie es nur in dieser Qualität hinbekommen, so, und finde ich so. Und also viel problematischer finde ich ja Sachen, die sozusagen wirklich überzeugend sind, ne? Ich glaube, die Leute, die das gut finden, da ist eh Hopfen und Malz verloren. Naja, aber es kann halt andere beeinflussen, ne? Weil es sichtbar ist, weil es da ist. Das Game-Studio Paint Bucket Games veröffentlicht seine Spiele auf Steam, damit sich Gamer diese dort herunterladen können. Ein typisches Vorgehen für Game-Studios. Was Jörg Friedrich dabei gemerkt hat, es gibt einen Mechanismus, der Spiele prüft und entscheidet, ob sie freigeschaltet werden oder nicht. Auch wenn die Beispiele von McPrince nicht den Anschein erweckt. Ich finde die Grafik auch nice gemacht, so halb Comic-Style, ist schon gut gemacht. Das Game-Studio Paint Bucket Games hatte Probleme beim Upload seines neuen Spiels The Darkest Files. Darin geht es ebenfalls um das Thema Nationalsozialismus. Im Sinne der Aufklärung sind im Spiel verfassungsfeindliche Symbole zu sehen. Wir konnten erstmal die Seite nicht freischalten und mussten in eine längere Korrespondenz gehen mit Steam, um die zu überzeugen, dass es schon in Ordnung ist. Und dass wir, also wir haben ja auch eine Altersfreigabe von der USK zum Beispiel. Und die kriegt man nur, wenn man verfassungsfeindliche Symbole hat, kriegt man die nur, wenn eindeutig ist, dass der Kontext nicht problematisch ist, zum Beispiel. Und das hat sie dann überzeugt, und damit konnten wir es dann freischalten. Denn die rechtliche Lage sieht so aus. Grundsätzlich ist es verboten, verfassungswidrige Symbole wie das Hakenkreuz zu zeigen und zu verbreiten. Es gibt aber Ausnahmen. Hakenkreuze dürfen im Lernkontext gezeigt werden oder wenn sie der historischen Darstellung dienen, wie in Filmen oder eben auch Games. Jörg Friedrich erklärte das genauso Steam. Bei seinem Spiel handle es sich um den Lernkontext und die historische Darstellung. Das akzeptierte die Plattform dann auch. Vor der Erklärung hätte Steam ihm gesagt, dass er sein Spiel The Darkest Files überall veröffentlichen könnte, nur nicht in Deutschland. In diesem Land gäbe es mit Blick auf das Thema Nationalsozialismus andere Regeln. Gerne hätten wir auch die Plattformen gefragt, wie und ob überhaupt Inhalte geprüft werden. Und wie kann es sein, dass es veröffentlichte rechtsextreme Posts... Ja, geil, bei sowas reagieren die Vögel sofort. Das Halle-Attentatsspiel bleibt ein Jahr. Ja, muss man...
muss man mal sagen, ist natürlich gut. Es macht es aber auch authentisch auf junge Leute, dass die Symbole halt zu sehen sind. Also wenn es ein Bildungsauftrag ist oder der Kontext klar ist, dass es eindeutig gegen Extremismus ist, ist das dann halt auch wichtig, das so darzustellen. Das finde ich auch. Settings und Games auf Steam gibt, aber The Darkest Files, das einen Lernkontext hat, erst einmal eingeschränkt wurde. Trotz mehrerer Anfragen bei Steam und Roblox blieben unsere Fragen unbeantwortet. Welche Überraschung? In Berlin treffen wir Shidem Uzunolu, die sich als Geschäftsführerin der Stiftung Digitale Spielekultur regelmäßig mit verschiedenen Akteuren der Games-Branche, aber auch mit Politikern und Forschenden trifft. Als Expertin ist sie gefragt, wenn es um geschichtliche Spiele und Erinnerungskultur geht. Deshalb spielen wir während unseres Gesprächs Through the Darkest of Times. Denn das Medium Spiel ist für Shidem Uzunolu ein besonderes. Bei Filmen oder wenn ich ein Buch lese, natürlich berührt mich das emotional. Natürlich kann ich in die Geschichte tief einsteigen, aber ich bin passiv. Ich kann in die Handlung nicht eingreifen. Und bei Games ist das so toll und das zeigt auch besonders dieses Spiel, dass ich proaktiv die Geschichte mitgestalten kann. Gibt es nichts hinzuzufügen, das ist der Vorteil von diesen Spielen, du kannst den Weg beeinflussen, du weißt, welche Fehler du machst, wie schnell man dann wahrscheinlich, es geht ja da wahrscheinlich auch um Unicor, Dankeschön, um Verhaftung und so weiter, dass dir dann irgendwie die Gestapo, SA oder was weiß ich wer irgendwie auf die Schliche kommt und da sieht man dann halt auch, was für ein Staat das dann war, dass man dann vielleicht dann inhaftiert wird, ich weiß nicht, wo die Reise dann bei dir für hingeht, ich werde es mir nachher angucken. Die Thematik wie bei deinem Strike setzt sich gegen Extremismus und kommt deswegen Ärger, was keinen Sinn macht, dasselbe in Grün, ja, ist so. Deshalb sind Spiele für Uzunolu auch ein wichtiger Teil der Erinnerungskultur. Sie helfen, Bezüge von der Vergangenheit zur Gegenwart zu ziehen und das Vergangene nicht zu vergessen. Wie an diesem Beispiel beim Spielen deutlich wird. Mehrere SA-Soldaten stehen um einen jüdischen Mann herum, schlagen ihn. Wir können uns entscheiden, einzugreifen oder nicht. Spannende Situation. Das Ausprobieren im Spiel fände ich auf jeden Fall interessant. Das können wir sehr, sehr gerne machen. Und wir wählen mal. Wir greifen die jetzt an. Hätte ich jetzt auch intuitiv gesagt. Lass den Mann in Ruhe oder ihr werdet es bereuen, sage ich. Und balle meine Fäuste. Die Männer umzingeln. Ich ball gerade wirklich meine Fäuste. Also da merkt man halt, wie man bei Games wirklich in die Geschichte irgendwie sich hineinbegibt. Jetzt die Option, muss ich mich an solchen Szenen gewöhnen, oder? An so etwas werde ich mich nie gewöhnen. Deshalb betont Uzunolu auch... Ja, alle sagen eingreifen, aber... Eingreifen gleich Game Over, ja. ...auch wie wichtig politische Bildungsarbeit ist. Dass in Schulen präventiv über Rechtsextremismus noch stärker aufgeklärt werden müsse. Und das geht laut Uzunolu mit Games besonders gut, weil sie Teil der Lebensrealität der Jugendlichen seien. Was die Schüler der Klasse 8b in Erlangen beim Spielen gelernt haben, erfahren wir jetzt. Ja, schönen guten Morgen. Wir kommen heute zum Teil 2 von dem Projekt, der Auswertung des Ganzen, was für mich jetzt sehr spannend ist. Wir waren gestern alle ganz begeistert, wie ihr gespielt habt, dass ihr auch alle so dabei wart und halt auch wirklich intensiv die vielen Stunden da dabei geblieben seid. Was mir persönlich super gut gefallen hat, ich habe bei vielen gesehen, dass sie auch die Texte wirklich gelesen haben und nicht nur immer weiter geklickt haben. Na, von daher bin ich sehr gespannt, wie es jetzt losgeht. Anil Dink ist der Workshop-Leiter. Er hat die Schüler beim Spielen angeleitet und geholfen und wertet jetzt mit ihnen das Erlebte aus. Wie ging es euch mit dem Spiel? Gut, aber ich will es eigentlich noch weiterspielen. Ich will es jetzt zu Ende schaffen. Wollen wir jetzt durch den Kapitel 1 gehen und uns ein paar Szenen dazu angucken und schauen, wie ihr euch da entschieden habt? Also Hände hoch, Widerstand? Ja. Keine Ahnung. Widerstand. Okay. Was ist in dieser Szene passiert? Herum und geschubst und so, weil er ein Jude war. Mhm. Und man hatte dann halt die Möglichkeit, dem alten Mann zu helfen oder mit dem Fahrrad oder was man halt dabei hatte oder so weiterzufahren. Also wir haben dem Mann geholfen und er hat uns dann sein Kodak gegeben. Tatsächlich gibt es auch Spielversionen, wo der dann später nochmal auftaucht und einem was schenkt, was ihr auch braucht im Spiel.
So bespricht die Klasse die vielen verschiedenen Szenen, ihre Eindrücke und Verstehe ich, dass dann gesagt wird, Widerstand. Ich konnte jetzt den Zusammenhang jetzt nicht so, hier waren ja auch schon Diskussionen, ja klar hat man das Gefühl, man will eingreifen. Aber was hätte es bedeutet, eine SA-Trupp geht auf einen Juden los zu einer gewissen Zeit in Nazi-Deutschland? Wäre doch eigentlich Game Over gewesen. Die Nachbesprechung ist natürlich super. Die Jugendlichen damit nicht alleine zu lassen, ist auch wichtig. Deswegen 2 Workshop-Tage. Sie können das zu Hause wirken lassen. Sie können mit den Eltern drüber sprechen. Können sich selber nochmal damit beschäftigen, mit ihren Entscheidungen. Ist für mich ein bisschen naiv hier. Ja, das konnte ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig verstanden habe. Eben. Virtuellen spielerischen Entscheidungen. Der Workshopleiter fasst am Ende die Antworten der Schüler zusammen. Und im Spiel war es ja tatsächlich so, dass viele gesagt haben, hey, ich wäre eingegriffen, ich hätte dem Mann, dem jüdischen Mann geholfen, der von SA-Soldaten geschlagen wird. Oder ich hätte eingekauft, auch wenn das steht, kauf nicht bei Juden. Und da stehen uniformierte Menschen davor, eventuell bewaffnet. Und dann kam aber natürlich die Übertragung aufs Heute. Viele gesagt haben, ja, eingekauft hätte ich, wenn es nicht illegal wäre, gesetzlich, aber eingegriffen hätte ich wahrscheinlich nicht, weil dann die Gefahr höher ist, dass ich selbst verletzt werde. Wie wird es mit dem... Naja gut, es geht um Erkenntnisgewinne, ne? Guck mal, eigentlich sagt meine Moral mir, sagt so, was geht es mich an? Klar würde ich da kaufen, klar würde ich gerne helfen, aber schon die Angst, okay, was ist, wenn Extremisten an der Macht sind? Also ich glaube schon, dass man durch das Spiel und durch die Zusammenfassung hier extreme Dinge mitnehmen kann, sich auch damit zu beschäftigen, okay, hier geht es um meine eigene Angst, was ist, wenn wir so einen Terrorstaat haben, wenn bewaffnete SA-Truppen oder sonst wo auf den Straßen stehen. Ich glaube schon, dass das sehr, sehr hilfreich sein kann. Spiel und dem Thema bei Ihnen weitergehen. Also vorab muss ich mal sagen, dass ich sehr, sehr dankbar bin, dass wir das Spiel bekommen haben. Also da muss ich auch unserem Respect-Coach hier danken, was für uns sehr, sehr wichtige Institution ist an der Schule, diese Respect-Coaches, die uns halt ermöglichen. Ja, genau. Das Ganze sieht für mich so aus, um mal ein Bewusstsein zu schaffen. Genau. Dann Zugang zu finden zu solchen Projekten. Also ich habe jetzt, wir werden jetzt das Spiel dann nächste Woche noch mal ein bisschen weiterspielen. Und dann, glaube ich, wird es viel einfacher werden, diese Themen aufzuarbeiten. Ja, Mel, es geht um die Entwicklung von Empathie. Dann folgen. Denn Lehrer Matthias Bracher will anknüpfend an das Spiel jetzt von der virtuellen Welt in die reale. Demnächst fährt er mit seinen Schülern nach Dachau zur KZ-Gedenkstätte. Wir haben gesehen, das Thema Gaming ist vielschichtig. Auf der einen Seite wollen Menschen spielen als Ablenkung oder um etwas zu lernen. Auf der anderen Seite verbreiten Rechtsextreme Hass und Hetze darüber. Aus der Sicht von Extremismus-Experte Mick Prinz muss auch die Politik etwas dagegen tun. Gaming-Plattformen werden immer noch so ein bisschen als sowas Exotisches, weit weg Seines betrachtet, wo es ja sozusagen nur um Games geht und gar nicht um die Interaktion zwischen Spielenden. Wir sehen, es wird wahnsinnig viel interagiert zwischen den Spielenden. Das heißt, die Politik sollte auch einen Blick darauf werfen, was passiert überhaupt auf den Gaming-Plattformen, und sollten wir vielleicht auch Gesetze gegen Hass im Netz, Gesetze, die beispielsweise auf strafrechtlich relevante Inhalte eingehen, auch auf Gaming-Plattformen anwenden. Im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen erlebe ich immer wieder, dass das überhaupt noch kein Thema ist, dass die ganze Frage von Online-Gaming, von Streams, von Plattformen bei vielen überhaupt nicht hinterlegt ist an Wissen. Und ich glaube, es gehört auch für politisch Handeln dazu, sich da einen eigenen Kenntnisstand zu erarbeiten. Fest steht, Spiele sind ein Milliardengeschäft. Und wer will schon Kunden vergraulen, indem er sich einmischt in die vermeintlich freie Meinungsäußerung? Gefordert sind die Plattformen. Im Zeitalter von Algorithmen, von KI und so, könnten sie natürlich da schneller und besser reagieren. Und wenn wir rechtsextreme Spiele oder Formate hochladen, dann gehört es selbstverständlich dazu, dass man dann genauer hinschaut, was ist wirklich künstlerische Freiheit und was ist schon irgendwie menschenverachtend und wo werden auch Menschenrechte verletzt. Neben der Politik braucht es Gamer und Plattformen mit mehr Problembewusstsein. Und auch die Familie, Punkt. Im Umgang mit rechtsextremen Inhalten. Tja,
MDR, Dankeschön für diesen Beitrag, immer wieder das zu beleuchten, was im Gaming so los ist. Ich glaube, da kann man sein, dass da immer wieder was zu tun ist und auch zu Hause hingucken, was die eigenen Kinder konsumieren. Am Handy, auf dem Rechner werde ich gleich, wenn ich von diesem Stream aufstehe, werde ich gleich mit Marisa drüber sprechen. Ich werde mir auch Through the Darkest of Times mal angucken und vielleicht spielen wir das ja auch mal durch. Vielleicht können wir das abends mal machen. Und dann können wir da mal einsteigen. Ich schaue mir das mal an. Ansonsten sehen wir uns morgen Abend zu einem Stream. Vielen lieben Dank, dass ihr hier mit dabei seid. Und genau, also vielen lieben Dank. Und ich wünsche euch schon mal den einen oder anderen hoffentlich bald einen schönen Osterurlaub. Aber wir sehen uns morgen. Vielen lieben Dank, dass ihr auf dieser Reise mit dabei seid. Dankeschön an alle, die das hier supporten. Und ja, wie verbleibe ich immer? Ich verbleibe immer mit einem.